Willkommen, liebe Zuschauer, im Zuhause des FC Barcelona. Januzaj. Ja, das macht er gut. Mit sehr viel Routine, ganz abgebrüht. Und ein Schuss. Jetzt machen ist Schadensbegrenzung und das Beschränken auf das Allernötigste. Erstmal Ruhe reinbringen und dann irgendwann am Ausgleich arbeiten. Und die Möglichkeit. Isla. Sucht die Lücke. Er hält drauf. Und sie. Isla. Versucht die Gasse zu finden. Die Tür ist sperrig. Er schießt. Das hat gut geklappt. Skripl. Er treibt den Ball durch. Oh, gefährlich. Halbzeit. Anstoß für den zweiten Abschnitt. Noch 45 Minuten, um das Ruder herumzureißen. Probiert's. Halten möchte, soll sich melden. Ab auf die linke Seite. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Sucht die Lücke. Er hat ihn einfach stehen lassen. Jetzt der Schuss. Er läuft über die Außen. Er trifft. Ist um und es steht immer noch unentschieden. Es war ein komisches Spiel. Keiner an den Ball ran. Vielleicht ist das die Anweisung des Trainers. Versucht es durch die Mitte. Ich kann mir vorstellen, dass sie bald wieder ein bisschen... Ein Kopfball. Vorbei, die Partie ist zu Ende. Was hältst du denn von dieser Begegnung? Da bin ich mir ziemlich sicher. Das gibt eine Videoanalyse. Und dann wird der Trainer seine Innenverteidigung fragen. Sagt mal, Jungs, was habt ihr da eigentlich gemacht? Habt ihr gedacht, das ist der Tag der offenen Tür? Das war's von uns. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Hansi Küpper.